Ich habe 3 Rollen genommen, weil es dann nicht wackeln kann und nicht schief ist. Doch, schief kann es auch sein. Obwohl, nee, kann man gar nicht. Heute gibt es ein Projekt, das eignet sich hervorragend zur Resteverwertung von Holz. Und das habe ich bitter nötig, weil mein ganzer Keller steht voll und ich brauche dieses Ding auch. Es handelt sich um einen, ich finde dieses Wort so lustig, um einen Möbelhund. Und dieser Möbelhund ist extra für Blumentöpfe. Und ich möchte meinen Drachenbaum umtopfen und der Topf ist so groß und so schwer, deswegen, damit man den überhaupt noch bewegen kann, soll der auf so ein kleines Rollding drauf, sodass man den noch ein bisschen bewegen und hin und her schieben kann. Auch gerade wenn man putzt und so, ist das sehr praktisch. Ich habe ein bisschen Angst, was mich erwartet. Dieser Keller wurde nämlich immer einfach nur vollgestopft. Es gibt sehr viel Holz in diesem Keller. Und ich muss mir jetzt kurz überlegen, welches Holz ich dafür benutze. Ob ich die alten Dielen benutze oder es gibt noch so eine Palette, die ich unbedingt loswerden will. Ob man daraus irgendwas macht. Das ist auch noch eine sehr, sehr, sehr große Mission, diesen Keller endlich mal auszumisten. Auszumisten und zu sortieren und hier ist so viel Zeug drin einfach. Und um den etwas leerer zu kriegen, werde ich jetzt einfach damit anfangen, diese Palette mit hochzunehmen und das, was davon übrig ist, also nach diesem Projekt noch übrig ist, das wird dann, glaube ich, einfach weg oder halt wieder in den Keller. So, das ist immer die schnellste Lösung. Nicht die langfristig erfolgreichste, aber eine kurzfristige Lösung. Ich empfehle es nicht weiter. Ihr braucht Holz oder Holzreste, in meinem Fall eine alte Palette, 3 Rollen, einen Akkuschrauber, eine Stichsäge oder wenn ihr ambitioniert seid, eine Handsäge, das geht natürlich auch, Zwingen, einen Schleifer oder Schleifpapier, Schrauben und einen Bleistift. Wer das Video mit Nilam gesehen hat, ich weiß gar nicht, ob wir es gezeigt haben, aber da habe ich mir die Mühe gemacht, diese Bretter mühselig aus der Palette rauszuziehen, also mit den Nägeln rauszuziehen. Die Arbeit wollte ich mir diesmal nicht machen. Ich brauche auch nicht so super lange Stücke. Deswegen habe ich einfach den Unterteller genommen von dem Topf, der da am Ende drauf kommen soll und habe geguckt, ob das passt, was ich an Holz brauche, an Holzlänge brauche und das da einfach rausgesägt. Die Konstruktion ist genauso wie bei diesem hängenden Nachttisch, den ich mal gemacht habe. Also man nimmt sich einfach Bretter, legt die nebeneinander und die werden fixiert von der anderen Seite mit 2 anderen Brettern. Also dadurch werden sie verbunden. Und ich wollte es gerne rund haben, deswegen wird das am Ende noch in der Größe dieses Tellers einfach rund gesägt. Nachdem ich meine Bretter zurechtgesägt habe, habe ich die nochmal so nebeneinander gelegt und diesen Unterteller da drauf, um sicher zu gehen, dass es wirklich alles passt und der nicht irgendwo übersteht, also das Ding zu klein ist. Hat aber alles gepasst und ich musste noch ein bisschen die Bretter hin und her, weil ein paar waren zu kurz, die sind dann aber nach außen gewandert, weil außen wird es natürlich schmaler und dann hat das alles gepasst und ich habe mir meine Streben zurechtgesägt, die das von unten fixieren. Wenn ihr so alte Bretter habt wie ich, dann guckt euch beide Seiten nochmal an und legt die hässlichere Seite nach oben, weil das wird am Ende ja eure Unterseite. Und dann nehmt ihr eure Streben für die Verbindungsstücke, legt die da drauf, sodass alle schön miteinander verbunden sind und dann müsst ihr die nur noch festschrauben. Haltet dabei das Verbindungsstück gut fest, sodass auch die Bretter unten fixiert sind, damit euch da nichts wegrutscht. Das möchte ich bitte nicht drin haben. Wenn ihr sehr hartes Holz habt, dann würde ich euch empfehlen, die Löcher für die Schrauben mit einem ganz dünnen
Bohraufsatz vorzubohren. Bei mir war das nicht nötig, weil das Holz ist sowieso alt und ob da jetzt was splittert oder so, ist auch nicht so wichtig. Wenn euch das super wichtig ist, dass die wirklich sauber drin sind und oder das sehr hart ist, das Holz, dann bohrt es lieber vor. So, jetzt habt ihr so ein kleines Flößchen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, auch so lassen. So ist es auch hübsch. Ich wollte es halt lieber rund haben und ich wollte, dass es halt genau die Größe hat von diesem Unterteller, von dem Blumentopf. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch so lassen. Ich habe jetzt einfach diesen Teller genommen, habe den da drauf gelegt, habe einmal mit einem Bleistift drumherum gezeichnet, so dass ich weiß, wo ich lang sehen muss. Weil ich es nicht fixieren konnte, ohne dass es so rumwackelt wegen dieser Streben auf der Unterseite, habe ich mir ein kleines Holzstück genommen, was genauso breit ist wie diese Streben, habe das da drunter geschoben und konnte es dann so viel besser fixieren mit der Zwinge. Nur so als kleiner Tipp, falls ihr das Problem auch habt. Dann einfach nur einmal mit der Stichsäge an eurer Markierung entlang sägen. Ihr braucht hierfür ein relativ langes Sägeblatt, weil ihr habt ja diese Stellen, wo das obere Brett und das untere Brett aufeinandertreffen. Das heißt, es ist dann so dick und wenn ihr dann nur so ein kurzes Sägeblatt habt, dann wird es schwierig, da durchzukommen. Ich habe die Kanten einmal rundherum abgeschliffen, einfach weil es fertiger aussieht und weil es dann keine Verletzungsgefahr gibt mit Splittern und so weiter. Man könnte jetzt diese Kante, die ja ein bisschen frischer aussieht als die Oberfläche, könnte man jetzt auch noch anmalen oder vielleicht mache ich es auch noch. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Ich finde es nicht so schlimm, dass das jetzt zwei verschiedene Farben hat, aber vielleicht mache ich auch noch eine richtige Farbe drauf. Bei den Rollen müsst ihr darauf achten, dass ihr die relativ oder so weit es geht außen befestigt, weil sonst die Gefahr besteht, dass es kippt. Ich habe 3 Rollen genommen, weil es dann nicht wackeln kann. Wenn ihr da total die Profis seid, dann könnt ihr natürlich auch 4 nehmen, wie auch immer. Dann nur noch die Rollen festschrauben und dann seid ihr fertig. Ich weiß, man kann diese Dinge auch fertig kaufen, auch günstig fertig kaufen. Ich finde immer, dass die dann entweder scheiße aussehen oder schlechte Qualität haben oder beides. Deswegen wollte ich es lieber selber machen und der Keller muss leer werden. Und deswegen, je mehr Holz irgendwo verbaut wird, desto besser. Mein Drachenbaum ist jetzt umgezogen in seinen größeren Topf. Das ist so ein Terrakotta-Topf. Ich finde ihn wunderschön. Ich finde, passt auch super in die Küche. Sowohl der Topf als auch die Pflanze, als auch alles zusammen. Ich habe das gleich, die Erde gleich reingekippt in den Topf, während der Topf auf diesem Hund stand. Weil das wird einfach wahnsinnig schwer sonst. So sieht das jetzt aus und ich finde es sehr schön. Und das ist doch ein kleines, feines Projekt zur Resteverwertung von Holz. Und das war's. Auf Wiedersehen.